Hi und willkommen zu meinem ersten C# Godot Tutorial. Ich habe mich dazu entschieden, ein Tutorial über C# mit Godot zu machen, weil ich finde, dieses Thema wird viel zu selten abgehandelt. Godot und C# passen sehr gut zusammen. Es gibt hier und da ein paar kleine Stolpersteine, aber da werde ich einige Sachen jetzt so zeigen in dem Video, wie man das, wie ich finde, für mich jetzt so am besten einstellt, am angenehmsten. Der interne Editor zum Beispiel von Godot ist perfekt für GDScript. Die Unterstützung ist hervorragend. Man kann alles machen damit. Es ist klein, macht alles, was es soll, ideal. Aber bei C# ist die Unterstützung noch nicht ganz so, wie es sein sollte, finde ich. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, wir laden uns jetzt Godot runter, die Mono 64-Bit-Version. Ich habe die jetzt schon, deswegen. Das gucken wir uns jetzt so nicht an. Und dazu Visual Studio Code. Wird dann installiert und dann eingestellt. So, ist Godot dann downgeloadet und entpackt, dann können wir das dann starten und kommen in die Projektverwaltung rein und wir legen einfach gleich ein neues Projekt an. Ich nenne das jetzt Tutorial, gehe auf Ordner erstellen, erstellen und bearbeiten. Bis hierhin nichts Neues, nichts anderes. So, jetzt möchte ich dem Editor sagen, dass ich einen externen Code-Editor verwende, in meinem Falle jetzt Visual Studio Code. Und das mache ich über die Menüoption Editor, Editor Einstellungen. Und dann gehe ich ganz runter in den Bereich Mono auf Editor und wähle mir den Visual Studio Code Editor hier aus. So, ist das passiert. Weiß Godot, alles klar. Ich schreibe Code im Visual Studio Code. Hier ist jetzt zu beachten, dass wenn man jetzt eine Szene erstellt, ein Skript hinzufügt, ein C-Sharp-Skript hinzufügt und dann im späteren Verlauf der Entwicklung mehrere Skripte hat, mehrere Szenen mit Skripten, dann wird bei jedem Szenenwechsel hier oben der Visual Studio Code Editor entweder geöffnet oder kommt direkt in den Vordergrund und das kann wirklich sehr nerven. Dazu gibt es eine Einstellung wieder unter Editor-Editor-Einstellungen. Unter dem Bereich Text-Editor-Files. Hier unten Open Dominant Script on Scene Change. Dieser Haken muss raus. Das bedeutet, dass wenn ich jetzt eine Szene habe, speichere ich auch gleich mal ab. Das ist jetzt so egal für das erste Tutorial, wie das heißt. Und füge ein C-Sharp-Skript hinzu. Der Rest kann Standard sein, das ist alles in Ordnung. Dann wird beim Erstellen der Editor Visual Studio Code aufgerufen. Aber wenn ich einen Szenenwechsel mache, bleibt alles so wie es ist, außer ich drücke auf dieses Skript-Symbol. Dann kommt Visual Studio Code wieder in den Vordergrund. So, Visual Studio Code ist hier auch nicht mehr out of the box. Ich habe einige Extensions installiert. Das Wichtigste, finde ich, ist C# Tools for Godot. Dieses hier. Sehr gute Extension. Kann ich nur jedem empfehlen, dies zu installieren. Das macht Folgendes. Die Code Completion wird unterstützt. Einige Farben werden unterstützt, also Syntax Highlighting, okay, das macht es auch automatisch schon in gewissem Maße. Und das Schöne daran ist, man kann diese Szene über Visual Studio Code ausführen, das Projekt. Indem man hier auf dieses Symbol, was nach der Installation des Extensions erscheint, auf dieses Symbol klickt und dann muss man noch to customize and run debug create a launch JSON file. Das auf jeden Fall anhaken, mit C# Godot bestätigen, dann öffnet er diese Datei. Alles soweit in Ordnung, da brauchen wir jetzt soweit erstmal nichts verändern. Und dann sieht man hier schon, dass da sich der Editor etwas geändert hat. Das Wichtigste ist hier oben diese neue Schaltfläche Play in Editor. Bevor wir das auch verwenden können, müssen wir jetzt Godot noch sagen,
was die Hauptszene ist. Entweder gehen wir hier auf Projekt starten, wie es immer ist, und wählen die Node aus. Gut, wir haben jetzt nichts drin, aber es startet, das passt. Oder gehen über Projekt, Projekteinstellungen, Application, Run und ändern die Main Scene nach unseren Wünschen. So, dass das mit Visual Studio Code dann auch funktioniert, das testen wir jetzt gleich mal. Ich gehe jetzt hierher. Hab noch nichts geändert, das wird sich auch nicht, wird auch nicht anders sein, als wenn man das jetzt im Godot erstellt und ausführt. Aber wir wollen es einfach mal ausprobieren. So, man sieht auch gleich die Bug-Konsole und das Fenster hat sich geöffnet. Ich finde, das ist eine schöne Sache. Ich bin sowieso der Typ, der mehr am Code arbeitet als an Grafiken oder so. Ja, deswegen. Schönes Tool, empfehle ich jedem. So, dann fangen wir einfach mal kurz an, mit C# zu arbeiten. Da sind einige kleine Änderungen drin, beziehungsweise Sachen, die anders sind, von der Syntax anders benannt als im GDScript. Und das ist ganz interessant, aber kann auch wirklich zu Verwirrung führen. Das verstehe ich voll und ganz. Für dieses Tutorial reicht jetzt eigentlich erstmal das Icon hier reinzuziehen aus dem Dateisystem. Man sieht, das Sprite wurde hinzugefügt. Das benenne ich jetzt einfach mal um. So, speichere noch ab. Und damit wir das bewegen können, brauchen wir auch Eingabemaske. Projekt Einstellungen, Eingabezuordnung. Da definieren wir unsere Aktion left, right, up, down und verknüpfen die mit den Tasten. So, das war's hier drin schon. Nochmal abspeichern und in Visual Studio Code können wir dann unsere Logik programmieren. Zum Start brauche ich jetzt erstmal einen Verweis auf unser Sprite-Node. Das heißt hier Sprite 0 und ist im Endeffekt das direkte Kind von Node 2.2D. Ich definiere die Variable als private und sage in der ready-Funktion, wie es im Endeffekt in GD auch ist, getNode, den Typ, was wollen wir haben, sprite, so, da ist dann schon alles weiter soweit fertig. Und jetzt bewegen wir einfach, dass wir auf die Tasten drücke, die wir vorhin definiert haben, werden wir jetzt einfach bewegen. Ich lege dazu eine temporäre Variable an. Die ist dann automatisch im Endeffekt ein Vektor 2. Das passt, das ist für unsere Verhältnisse ausreichend. So, und hier sind dann schon die ersten Unterschiede zu erkennen. Ist Action Pressed wird im GDScript anders geschrieben. Mit Unterstrichen und alles. So, Left. Dann sagen wir Move X. Da können wir eigentlich dann auch noch eine Variable dann definieren. Das machen wir später. Schreiben wir erstmal das. Auch schön zu sehen ist, wie diese Code Completion funktioniert. Das hat man dann im Editor, im internen Editor leider nicht. So, und dann geben wir einfach den Sprite. Ändern wir die Position anhand der gedrückten Tasten.
dieser Variable in Verbindung mit Delta, dass das nicht, dass das im Endeffekt auf jeder Framerate gleich läuft. So, und dann können wir das dann eigentlich auch schon starten. Wenn wir jetzt keinen Fehler gemacht haben, sollten wir dann gleich. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Es kann auch sein, dass die Änderung viel zu klein ist. Mit 1 mal Delta, das sind wirklich sehr kleine Werte. Exportvariablen bedeutet, dass wir jetzt eine Variable hinzufügen, die wir dann über den Editor hier verändern können. Das funktioniert im C-Sharp auch ganz einfach. Im Endeffekt definieren wir diese nächste Variable, die wir schreiben, als Export. Und können dann auf diese Variable ganz normal wieder zugreifen. So, das wird noch nicht automatisch geupdatet. Man muss dieses Projekt erst einmal starten, einmal durchkompilieren. Dann sieht man hier Speed. So, nehmen wir mal 400 Einheiten pro Sekunde. Abspeichern, starten. Ah, ich weiß, was ich für einen Fehler gemacht habe. Auf jeden Fall funktioniert das schon. Ich drücke hier WASD, was ich vorhin eingestellt habe. Sprite funktioniert. Auch diese Variablen ändern. Funktioniert genauso wie das GD-Script. So, einen Fehler habe ich noch drin, das ist gehackte Movement, das möchte ich nicht. Genau. Ist Action just pressed? Ich war wieder zu schnell. Action pressed. Das wollen wir. Dass wir eine kontinuierliche Bewegung haben. Kann man ja nochmal hier draufstoppen, dass dann auch noch funktioniert. Und voilà, wir haben unser erstes Sprite mit C-Sharp zum Bewegen gebracht. So, das war es erstmal für den ersten Teil. Ich hoffe, ich konnte da einige Sachen zeigen. Wichtig sind jetzt noch die Links, werde ich alle in die Videobeschreibung reintun. Im Endeffekt ist eine wichtige Seite noch, die ich jetzt noch erwähnen möchte, diese Seite. Die komplette C-Sharp-API von Godot abbildet. Und man kann da hier also schön übersichtlich sich auswählen, welche Klasse man im Endeffekt möchte, Sprite, und sieht dann, wie die Definition dieser Klasse ist, welche Signale, Eigenschaften und Methoden diese verwendet und wie diese auch geschrieben werden. Das ist der erste Punkt, der Verwirrung stiftet, wenn man auf C-Sharp umstellt bei Godot. Gewisse Sachen werden anders geschrieben, Groß-Kleinschreibung, Unterstriche sind weg oder sind da. Diese Seite werde ich auf jeden Fall auch verlinken, ist sehr empfehlenswert. So, wo möchte ich hin mit dieser Tutorial-Serie? Ich möchte ein komplettes Spiel mit C-Sharp und Godot entwickeln. In dieser YouTube-Serie. Ich bin mir aber noch nicht ganz sicher, welche Art von Spiel es sein wird. Ob es 3D sein wird, Tower Defense, ob es ein Standard 0815-Plattformer sein wird, aber ich denke, da gibt es schon genug Videos, die das schon weitaus besser behandeln. Auf jeden Fall werde ich mir die nächsten Tage Gedanken machen, wohin das führen soll und es euch bald wissen lassen. Also dann, ich hoffe, ihr konntet was lernen. Ich hatte Spaß. Bis zum nächsten Mal.